Also im Rahmen des Semesterthemas Religion und Gewalt möchte ich ganz allgemein, das heißt also ohne speziellen Bezug auf eine bestimmte Religion, über das Verhältnis von Religion und Gewalt sprechen. Was mich beschäftigt, ist die Frage, wo die Gewalt herkommt, die immer wieder und bis heute im Namen der Religion ausgeübt wird. Meine Überzeugung ist, dass die Gewalt in der Religion nichts zu suchen hat. Die in meinen Augen die Religion vielmehr eine humanisierende Kraft darstellt. Und daher liegt mir daran, ihre Quellen, also die Quellen der Gewalt aufzuspüren und gewissermaßen dingfest zu machen. Eine wichtige, vielleicht die entscheidende Quelle der Gewalt scheint mir in der polarisierenden Kraft der Religion zu stecken. Das heißt, in ihrer Tendenz, die Menschheit in Christen und Heiden, Jews and Gentiles, Gläubige und Ungläubige, Hindus und Muslims, Katholiken und Protestanten, Sunniten und Schiiten, Rechtgläubige und Heretiker und so weiter zu unterteilen, wobei gerade diese religionsinternen Differenzierungen und Polarisierungen oft mit besonderer Gewalt verbunden sind. In meinem Buch Moses der Ägypter habe ich diese polarisierende Energie auf die Unterscheidung zwischen wahr und falsch zurückgeführt, die erst mit dem Monotheismus als einem besonderen Typus von Religion in den Raum des Religiösen eingeführt wurde. Und das reicht aber nicht aus, wenn es um Gewalt geht. Was sollte die Wahrheit mit Gewalt zu tun haben? Hier geht es vielmehr um eine ganz andere Unterscheidung. Und das ist die Unterscheidung zwischen Freund und Feind, mit deren Hilfe der berühmt-berüchtigte Staatsrechtler Carl Schmitt den Begriff des Politischen definierte. So wenig ich Carl Schmitt zustimme, was den Begriff des Politischen angeht, zu dessen Bestimmung die Unterscheidung zwischen Freund und Feind gewiss nicht zureicht, so zutreffend scheint mir diese Unterscheidung für die Frage der Gewalt zu sein. Schauen wir uns daher Schmitts Gedankengang trotz aller Vorbehalte gegen diesen Kronjuristen des Dritten Reichs etwas genauer an. Schmitt definiert das Politische als das Polarisierende, nämlich als jenes Prinzip oder Kriterium, das die Menschen in Freund und Feind unterscheidet. Die Menschen gruppieren sich, das ist eine These, nach Freund und Feind. Das bleibt aber im normalen Leben verborgen. Da werden mit den anderen Verhandlungen geführt, Verträge geschlossen und in verschiedensten Formen kommuniziert und kooperiert. Erst im Ernstfall des Krieges enthüllt sich der wahre Charakter dieses Prinzips, nachdem sich die Menschen assoziieren und dissoziieren. Der Begriff des Ernstfalls ist hier entscheidend. So wie Heidegger das Leben vom Ernstfall des Todes her als ein Dasein zum Tode, so bestimmt Schmitt vom Ernstfall des Krieges den Staat als Dasein zum Krieg. Und das gehört zum radikalen Denkstil jener Zeit des Expressionismus und Existenzialismus. Die Wahrheit der Existenz enthüllt sich nicht im Alltag, im Normalen, sondern im Ausnahmezustand, wie Schmitt, oder in der Grenzsituation, wie Jaspers sagt. Der Begriff des Ernstfalls gehört zu einer Logik der Eskalation, die das Wesen einer Sache von deren äußerster Steigerungsform oder Grenze her bestimmt. Und dieser Denkstil ist uns heute fremd geworden. Aber in Bezug auf Gewalt scheint diese Logik plausibel. Dem Ausbruch von physischer Gewalt geht ja normalerweise ein Prozess der Eskalation voraus, in dem eine vorhandene Unterscheidung in Polarisierung in offene Feindschaft übergeht. Rede den Menschen ein, so könnte man diese Logik vielleicht umschreiben, dass der Ernstfall unmittelbar bevorsteht oder bereits eingetreten ist. Und sie sind zu allen Opfern bereit, vergessen alle sonst relevanten Bindungen und Differenzen und kennen nur noch Freund und Feind. Gegen den Feind, mit allen Mitteln vorzugehen, sie fest entschlossen sind. Schmitt geht in zwei Schritten vor.
In einem ersten Schritt geht es ihm darum, die Autonomie des Politischen als eines eigenständigen kulturellen Sachgebiets mit Hilfe seiner spezifischen Differenz zu anderen Sachgebieten herauszuarbeiten. Solche Gebiete oder Wertsphären, wie Max Weber sagen würde, konstituieren sich über Unterscheidungen. Die Moral über Gut und Böse, das Recht über Recht und Unrecht, die Wirtschaft über Kosten und Nutzen, die Wissenschaft über Wahrheit und Irrtum, die Kunst über Kunst und Nichtkunst, die Religion über Glauben und Unglauben und die Politik eben über Freund und Feind. Der Soziologe Niklas Luhmann nennt das Leitunterscheidungen. Er sagt, ein Code ist eine Leitunterscheidung, mit der ein System sich selbst und sein eigenes Weltverhältnis identifiziert. Leitunterscheidungen ermöglichen Beobachtung. Sie machen zum Beispiel beobachtbar und angebbar, was als politisches Handeln gelten kann und was nicht. Leitunterscheidungen produzieren Sinn. Sie lassen ein anderweitig vielleicht unverständliches Handeln unter dem durch sie erschlossenen Gesichtspunkt als sinnvoll erscheinen. Max Weber, Niklas Luhmann und andere Modernisierungstheoretiker haben in diesen Ausdifferenzierungsprozessen die Signatur der Moderne gesehen. Die Systeme relativieren sich gegenseitig. Das ist der neue Polytheismus, den Max Weber heraufkommen sah. Kunst, Religion, Wissenschaft, Recht und Wirtschaft stellen daher auch ebenso viele Orte des Unpolitischen dar. Die Politik darf ihnen nicht hineinreden, ebenso wenig wie sich die Politik ihre Entscheidungen von künstlerischen, religiösen, wissenschaftlichen, rechtlichen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten abhängig machen lassen soll. Und daher ist die Moderne für Schmidt das Zeitalter, wie er sagt, der Neutralisierungen und Entpolitisierungen. Dabei bleibt Schmidt aber nicht stehen. Er will die Moderne nicht nur beschreiben, sondern überwinden. Und daher genügt es ihm nicht, das Politische als ein autonomes geistiges Gebiet zu identifizieren. Dieses Gebiet will er gerade nicht gleichberechtigt neben die anderen stellen, sondern ihnen überordnen. Mit seiner Unterscheidung von Freund und Feind plädiert Schmidt nicht für Autonomie, sondern für Hegemonie des Politischen. Das Politische, schreibt er, ich zitiere, kann seine Kraft aus den verschiedensten Bereichen menschlichen Lebens ziehen, aus religiösen, ökonomischen, moralischen und anderen Gegensätzen. Es bezeichnet kein eigenes Sachgebiet, sondern nur den Intensitätsgrad einer Assoziation oder Dissoziation von Menschen, deren Motive religiöser, nationaler, wirtschaftlicher oder anderer Art sein können. Die reale Freund-Feind-Gruppierung ist seinsmäßig so stark und ausschlaggebend, dass der nicht-politische Gegensatz seine bisherigen rein religiösen, rein kulturellen Kriterien und Motive zurückstellt. Politisch ist jedenfalls immer die Gruppierung, die sich an dem Ernstfall orientiert. Sie ist deshalb immer die maßgebende menschliche Gruppierung. Ende. Carl Schmidt. Die reale Möglichkeit der Gruppierung von Freund und Feind, setzt Schmidt dann einige Seiten später hinzu, genügt, um über das bloß gesellschaftlich-assoziative hinaus eine maßgebende Einheit zu schaffen, die etwas spezifisch anderes und gegenüber den übrigen Assoziationen etwas Entscheidendes ist. In Wahrheit, immer weiter Schmidt, in Wahrheit gibt es keine politische Gesellschaft oder Assoziation. Es gibt nur eine politische Einheit, eine politische Gemeinschaft. Daher ist das Politische das Totale. Demgegenüber alle anderen Gruppierungen und Wertsphären, auf welchen Unterscheidungen sie auch immer basieren, verblassen. In seiner Schrift von 1932 plädiert Carl Schmidt für den totalen Staat, der dieser Hegemonie des Politischen Rechnung trägt. Und diesen totalisierenden Anspruch gewinnt das Politische aus dem Ernstfall.
Unter den Bedingungen des Ernstfalls steigert sich die Assoziation zur Freundschaft, die Dissoziation zur Feindschaft und die Gesellschaft zur Gemeinschaft. Der Ernstfall ist, wie Schmidt immer wieder klarstellt, der Krieg. Für Schmidt ist der Krieg die Stunde der Wahrheit. In der Welt gruppieren sich für Schmidt nun einmal die Menschen in politischer Hinsicht nach Freund und Feind. Das bleibt im normalen Alltag verborgen und enthüllt sich erst im wirklichen Kampf. Der Krieg offenbart, enthüllen, das ist ja die Bedeutung von griechisch apokalyptein, der Krieg offenbart die wahre Natur der politischen Gemeinschaft, die daher vom Ernstfall des Krieges her bestimmt werden muss. Mit diesem Argument kämpft Schmidt gegen die liberalistische Moderne mit ihrer funktionalen Ausdifferenzierung in autonome Gebiete wie Kunst, Wissenschaft, Recht, Wirtschaft, Politik und Religion. Er will den ganzen Menschen, das einige Volk, den totalen Staat. Und daher bestimmt er das Politische als das Polarisierende und das Polarisierende als das Totalisierende, das alle anderen Differenzierungen aufhebt. Soweit Carl Schmitt über das Politische und seine polarisierende Kraft. Wir wissen, welche entsetzlichen Gewaltausbrüche sich mit dieser Engführung von Gewalt und Politik verbunden haben, im Ideal des totalen Staates. Wir wollen nun fragen, was wir daraus für unsere Frage nach der Religion und der Gewalt lernen können, die aus der ihr eigenen polarisierenden Kraft erwächst. Klar ist, dass auch die Religionen die Menschen verbinden und trennen. Klar ist auch, dass diese Verbindung und Trennung steigerbar ist und verschiedene Grade der Intensität annehmen kann. Also müsste es auch hier so etwas wie einen Ernstfall geben, in dessen Licht sich das Kriterium der Assoziation und Dissoziation bis zu Freundschaft und Feindschaft steigern und zum Ausbruch von Gewalt führen kann. Hier denkt man zunächst an den Gotteszorn, über den Professor Angenent vor einer Woche gesprochen hat. Der Gotteszorn, der sich entweder bereits in einer furchtbaren Katastrophe manifestiert hat oder nach vorgefallenem Gottesfrevel als unmittelbar bevorstehend zu befürchten ist, lässt sich ähnlich wie der Krieg in Carl Schmitts politischer Theorie als ein Ernstfall verstehen, der etwas im Alltag Vergessenes und Verborgenes offenbart. Hierfür gibt es in der Religionsgeschichte viele Beispiele. Ganz besonders prägnante Beispiele aber finden sich in der hebräischen Bibel. Zahlreiche Massaker und Strafaktionen bis hin zur Geschichte von der Auffindung des vergessenen Buchs und der josianischen Kultreform. Für alle diese Beispiele gelten zwei Eigentümlichkeiten, die sie ganz eindeutig in den Rahmen des Politischen stellen. Erstens stehen sie alle im Zusammenhang der Bundesidee, des Bündnisses, das Gott und Volk eingegangen sind, in dessen Rahmen der Gottesfrevel den politischen Charakter eines Vertragsbruchs annimmt. Und zweitens implizieren sie alle den Einsatz menschlicher Gewalt, die sich für Gott einsetzt, indem sie die Bündnisbrecher als Gottesfeinde identifiziert und eliminiert. Das unterscheidet diese Gewalt zum Beispiel von den ägyptischen Plagen, mit denen Gott die Freilassung der Kinder Israels aus ägyptischer Knechtschaft erzwingt. Das ist rein göttliche Gewalt. Die Menschen greifen hier nicht ein. Und vom Zorn Gottes ist hier auch nicht die Rede. Ebenso wenig wie bei den anderen Strafaktionen Gottes vor Eintritt in das politische Bündnis mit Israel. Bei der Vertreibung aus dem Paradies, der Verbannung Kains, der Sintflut, der Verwirrung der Sprachen, der Zerstörung von Sodom und Gomorra ist vom Zorn nicht die Rede. Und nie werden hier die Menschen selbst tätig, indem sie mit Gewalt gegen Gottesfeinde vorgehen. Das ist aber genau die Gewalt, die uns hier interessiert und nach deren Quelle wir fragen. Sie tritt erst nach dem Bundesschluss am Sinai auf. Der Grundtext der biblischen Bundestheologie ist nach einhelligem Urteil der Alttestamentler das 5. Buch Mose, das Deuteronomium. Hier, in diesem absoluten Zentraltext der Jahwe-Religion, stoßen wir auf die explizite Unterscheidung zwischen Freund und Feind.
Ich lese Ihnen das nochmal vor, den Text kennen Sie alle auswendig. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Gottesbildnis machen, das irgendetwas darstellt, am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen und bis in die dritte und vierte Generation. Bei denen, die mich lieben und auf meine Gebote achten, erweise ich Tausenden meine Huld. Und in der Schlussklausel zum Dekalog, noch einmal, daran sollst du erkennen, Jahwe, dein Gott, ist der wahre Gott. Er ist der treue Gott. Noch nach tausend Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Denen aber, die ihm Feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden aus. Er zögert nicht, wenn einer ihm Feind ist, sondern vergilt ihm sofort. Der Zorn Gottes entspringt seiner Eifersucht, die wiederum mit der Bundesidee und der Treue zusammenhängt, die beide Bündnispartner einander zugeschworen haben. Diese Eifersucht, hebräisch Kinah, ist ein politischer Affekt und er motiviert auch das menschliche Handeln. Sowohl Gottes Eifersucht als auch menschlicher Gotteseifer werden hebräisch als Kinah, griechisch Zelos, bezeichnet. Von Kinah sind sowohl der Elkanah, der eifersüchtige Gott, als auch die Kanaim, die Zeloten, getrieben, die sich Gottes Eifersucht zu eigen machen. Und diese Spiegelbeziehung zwischen göttlicher Eifersucht und menschlichem Eifer kommt besonders deutlich in der Erzählung von Pinchas, dem Vorbild aller Eiferer, zum Ausdruck. Am Ende ihrer 40-jährigen Wüstenwanderung hatten die Israeliten ihr Lager in Moab aufgeschlagen und an einem Fest des Baal Peor teilgenommen. In rasendem Zorn über diesen Treuebruch schickt Jahwe eine Pest, der 24.000 Menschen zum Opfer fallen, und lässt sich erst von Pinchas versöhnen, der seinen Landsmann Simri beim Liebesakt mit einer Midianiterin ermordet. Und da sprach der Herr zu Mose, ich zitiere, der Priester Pinchas, der Sohn Eleazars, des Sohnes Aarons, hat meinen Zorn von den Israeliten abgewendet, dadurch, dass er sich bei ihnen für mich ereiferte. So musste ich die Israeliten nicht in meinem leidenschaftlichen Eifer umbringen. Die Ideen von Gottes Bündnis und Treue, in der die Vorstellungen von göttlicher Eifersucht und menschlichem Gotteseifer verwurzelt sind, entstammen der politischen Sphäre. Aus dieser Quelle entspringt daher auch die damit verbundene Form religiöser Gewalt, der Zelotismus. Das haben neuere Forschungen bestätigt. Sie haben gezeigt, dass die Konzepte von Bund und Treue aus der neuassyrischen Herrschaftsideologie übernommen sind. Immer wieder ist darauf hingewiesen worden, in welchem Umfang schon hethitische und dann vor allem assyrische Staats- und Vasallenverträge das Modell abgegeben haben für Aufbau und Inhalt des Deuteronomium und anderer deuteronomistisch inspirierter Texte, in denen Bund und Bundestheologie formuliert werden. Bis in einzelne Formulierungen hinein entsprechen die Texte, mit denen die Vasallen und Untertanen Asarhadons auf absolute Treue zum Thronfolger Assurbanipal eingeschworen wurden, entscheidenden Passagen im Deuteronomium und den deuteronomistisch inspirierten Texten. Die exklusive unter den Bedingungen des Ernstfalls zum Töten und Sterben bereite Treue zu Gott hat ihren Ursprung im assyrischen Loyalismus, der absolute Treue zum assyrischen Großkönig fordert, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Vermögen. Und Apostasie unter schwerste Strafen stellt. Selbst der Begriff des Bundes, Berit, scheint akkadisches Ade zu übersetzen, als Begriff für den Bund, den nicht nur Asarhadon mit seinen Vasallen, sondern auch der Gott Assur mit Asarhadon schließt. Aus dieser Quelle stammt also die Bundesidee, die aus der politischen auf die religiöse Ebene, das heißt von der Gottherrscher, Herrscher-Untertan und Herrscher-Vasall-Beziehung auf die Gott-Mensch- bzw. die Gott-Volk-Beziehung übertragen wurde.
Natürlich ist dieses Modell nicht einfach übernommen, sondern ganz entscheidend verändert, ja geradezu auf den Kopf gestellt worden. Aus dem Eroberer, der das eroberte Volk in die Vassalität zwingt und ihm einen Vertrag oktroyiert, ist ein Befreier geworden, der dem befreiten Volk einen Vertrag anbietet und ihm Annahme oder Ablehnung freistellt. Die Freiwilligkeit des Bundes wird deutlich betont. So ist aus Loyalität Treue und aus Politik Religion geworden. Indem aus dem Vasallenbündnis mit Assyrien der in Freiheit geschlossene Bund mit Jahwe gemacht wurde. Und damit ist der zeitliche, politische, ideengeschichtliche und soziale Kontext recht genau umrissen, indem die Idee des Gottesbundes mit ihrer Semantik der unbedingten, kompromisslosen Treue aufkam. Der zeitliche Kontext lässt sich auf die Epoche festlegen, in der Israel in assyrische Abhängigkeit geriet. Das Nordreich im 8. Jahrhundert bis zu seinem Untergang, 722, das Südreich im 7. Jahrhundert bis zu seinem Untergang, 587, durch die neubabylonischen Nachfolger der Assyrer. Genauer weisen die textlichen Vorbilder im Deuteronomium auf die Mitte des 7. Jahrhunderts, als Jerusalem und das Südreich selbst einen Vasallenvertrag eingehen mussten, wie er im Deuteronomium auf den Gottesbund umgebucht wird. Weder vorher noch nachher wäre diese enge textliche Abhängigkeit zu erklären. Und damit werden wir auf eine ausgeprägte Leidenszeit verwiesen, voller Not und Gewalt, vor allem aber voller politischer Spannung, eine politische Stresssituation. Im Deuteronomium und im ganzen darauf aufbauenden deuteronomistischen Geschichtswerk mit seiner scharfen Kritik am Königtum und seinem Hang am Königtum mit seinem Hang zu fremden Göttern und religiösem Synkretismus meldet sich die Stimme einer Opposition zu Wort. Bisher bewegen wir uns aber im Reich der Ideen und der Literatur. Nichts spricht dafür, dass diesen Szenen einer im Namen Gottes ausgeübten Gewalt irgendwelche historischen Tatsachen entsprechen. Die ersten Berichte, die man nicht mehr als rein literarisch verstehen kann, sondern auf reale Vorgänge beziehen muss, finden sich nicht mehr in der hebräischen Bibel, sondern in den Makkabäerbüchern und im Geschichtswerk des jüdischen Historikers Josephus Flavius. Und diesen Quellen zufolge gab es im Jerusalem des ersten Drittels des zweiten Jahrhunderts vor Christus eine reformwillige Oberschicht, die die jüdische Religion gegenüber der internationalen, hellenistisch geprägten Kultur öffnen wollte und sich mit der seleukidischen Regierung gegen die konservative Partei verbündete. Unter Antiochos IV. Kommt es nun zu Gewaltmaßnahmen. In der Davidsstadt wird die Akra, eine Zwingburg, errichtet mit nichtjüdischer Garnison, und Jerusalem in eine Militärkolonie mit gemischter Bevölkerung verwandelt. Wenig später ergeht dann das in seiner Authentizität bis heute mit Recht umstrittene Religionsedikt des Antiochos, das den Konflikt auf die Spitze treibt, indem es die Ausübung der jüdischen Religion bei Todesstrafe verbietet. Ich zitiere aus 1. Makkabäer, Kapitel 1, Brand, Schlacht und Trankopfer im Heiligtum seien einzustellen, Sabbate und Feste zu entweihen, das Heiligtum und die Heiligen zu schänden. Man solle stattdessen Altäre, Heiligtümer und Tempel für die fremden Götter errichten, sowie Schweine und andere unreine Tiere opfern. Ihre Söhne dürften sie nicht mehr beschneiden. Vielmehr sollten sie sich mit jeder denkbaren Unreinheit und Schande beflecken. So sollte das Gesetz in Vergessenheit geraten und alle seine Vorschriften sollten hinfällig werden. Wer aber des Königs Anordnung nicht befolge, müsse sterben. Der offene Konflikt bricht aus, als der hohe Priester Mattathias sich standhaft weigert, das geforderte heidnische Opfer darzubringen, dann aber sehen muss, wie ein Jude vorspringt, um es zu vollziehen. Ich zitiere, als Mattathias das sah, packte ihn leidenschaftlicher Eifer. Er bebte vor Erregung und ließ seinem gerechten Zorn freien Lauf. Er sprang vor und erstach den Abtrünnigen über dem Altar.
Zusammen mit ihm erschlug er auch den königlichen Beamten, der sie zum Opfer zwingen wollte, und riss den Altar nieder. Der leidenschaftliche Eifer für das Gesetz hatte ihn gepackt. Und er tat, was einst Pinchas mit Simri, dem Sohn des Salu, gemacht hatte. Und dann ging Mattathias durch die Stadt und rief laut: Wer sich für das Gesetz ereifert und zum Bund steht, der soll mir folgen. Und er floh mit seinen Söhnen in die Berge. Ihren ganzen Besitz ließen sie in der Stadt zurück. Mattathias nimmt sich also die schon erwähnte literarische Gewaltszene aus Numeri 25 zum Vorbild einer faktischen Mordtat. Sein Sohn Jehuda Maccabi, der nach dem Tod des Mattathias die Führung des Aufstands übernimmt, geht noch weiter. Und dazu muss man berücksichtigen, dass es sich bei dem Makkabäeraufstand um einen Zweifrontenkrieg handelte, der sich als Widerstand gegen die seleukidische Besatzungsmacht und als Religionskrieg gegen die eigenen Landsleute richtete. Judas Makkabäus hat nämlich, wenn man dem ersten Makkabäerbuch glauben will, das Leben ganzer jüdischer Städte ausgelöscht, die sich dem Hellenismus assimiliert hatten. Und diesem Krieg hat er nun die Kapitel 13 und 20 des Deuteronomium zugrunde gelegt. Dort wird zwischen einem normalen und einem Vernichtungskrieg unterschieden. Normale Kriegsregeln gelten für weit entfernte Städte. Sie besagen, dass man der belagerten Stadt zunächst Frieden und Tributpflichtigkeit anbieten muss. Wenn sie das zurückgewiesen hat, darf man sie belagern, einnehmen und Beute machen. An den kanaanäischen, das heißt heidnischen Städten im gelobten Land, jedoch muss der Bann vollstreckt werden. Das heißt, es darf nichts Lebendiges am Leben gelassen und es darf keine Beute gemacht werden, um sich nicht mit dem Heidentum, das heißt den Gottesfeinden, zu kontaminieren. Das Gleiche gilt für die Städte, die vom Gesetz abgefallen sind und sich wieder der kanaanäischen Lebensweise angeschlossen haben. Judas und seine Anhänger sehen in der entstehenden hebräischen Bibel, der Schrift, bereits die hochverbindliche Kodifizierung des Willens Gottes, den es mit allen Kräften und glühendem Eifer zu vollstrecken gilt. Und dieser Eifer motiviert jedoch nicht nur zum Morden, sondern auch zum Sterben für Gott. Mord und Martyrium gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Das scheint nun aber etwas völlig Neues zu sein. Der Makkabäeraufstand bedeutet den Ursprung nicht nur des religiös motivierten Mords, sondern auch des Martyriums. Die makkabäischen Beispiele des Martyriums werden im 2. Makkabäerbuch 6 und 7 erzählt und im 4. Makkabäerbuch 8 bis 18 zu einem leuchtenden Vorbild vollkommener Frömmigkeit ausgestaltet. Es geht einmal um den Greisen Eleazar, 2. Makkabäer 6 und so weiter, zum anderen um die Mutter Hannah und ihre sieben Söhne, auch im 2. Makkabäerbuch und dann breit im 4. Makkabäerbuch, die vor die Wahl gestellt werden, entweder Schweinefleisch zu essen oder sich in der grauenvollsten Weise zu Tode foltern zu lassen. Und auch für das Martyrium gilt, genau wie für den Mord, die Berufung auf die Schrift als Vorbild. Die Mutter handelt nach dem Vorbild Abrahams, indem sie ihre Söhne zum Martyrium antreibt. Und die Söhne handeln nach dem Vorbild Isaaks, indem sie sich freudig und standhaft den scheußlichsten Qualen unterziehen und dann mit einem Schriftzitat auf den Lippen sterben. Hier ist zu Mord und Martyrium noch etwas Drittes hinzugekommen, die totale Verinnerlichung der Schrift. Mit einem Wort Thomas Manns könnte man hier von einem zitathaften Leben sprechen, das ein in Erfüllung der Schrift, das heißt des Gesetzes, geführtes Leben, auch im Angesicht des Todes noch mit einem Schriftzitat besiegelt. Das Martyrium ist etwas Neues in der Religionsgeschichte. Vielleicht nicht auf der literarischen Ebene, wo man auf die Gottesknechtlieder von Jesaja 53 verweisen könnte, aber jedenfalls auf der Ebene der Realgeschichte. Dem scheint mir nun auch eine ganz neue Vorstellung von Ernstfall und Enthüllung zu entsprechen, deren Aufkommen mit der Makkabäerbewegung genau zusammenfällt. Und das ist die Idee des Paradieses,
und die damit unlösbar verbundene Unterscheidung von Heil und Verdammnis. Und diese Unterscheidung gehört in den Rahmen einer ganz anderen Semantik als die Bundestheologie, und die hierhin gehörende Vorstellung des Ernstfalls ist die Idee des Weltgerichts, wo Gott selbst die letzte Unterscheidung zwischen Freund und Feind trifft und die Freunde ins Paradies eingehen lässt, die Feinde aber in die Hölle wirft. Es scheint mir nun alles andere als ein Zufall, dass das Schicksalsjahr des Ausbruchs der Makkabäerkriege auch den Ursprung der Apokalyptik bezeichnet. In diesem Jahr, 165 vor Christus, entstand das Buch Daniel. Die für die apokalyptische Semantik entscheidende Szene ist neben den beiden Träumen, in denen der geschichtliche Weltlauf enthüllt wird, vor allem die Menetekel-Szene mit dem Bild der Waage. Das ist die Waage des Weltgerichts, auf der Nebukadnezar als zu leicht befunden und verworfen wird. Offenbarung bedeutet die Enthüllung des Ernstfalls. Und dieser besteht in Weltende und Weltgericht, wie in Matthäus 25 und in der Johannes-Offenbarung. Entscheidend bei dieser Enthüllung ist, dass der Ernstfall als etwas unmittelbar Bevorstehendes erscheint. Wer weiß, was die Stunde geschlagen hat, sieht sich vor die Entscheidung gestellt, sich auf die Seite der Seligen oder der Verdammten zu schlagen. Und jetzt, in diesem Licht, erreicht das Prinzip der religiösen Assoziation und Dissoziation, mit Carl Schmitt zu reden, seinen höchsten Intensitätsgrad. Im Licht der apokalyptischen Semantik, mit ihrer Idee eines Weltgerichts und der Unterscheidung zwischen Heil und Verdammnis, eröffnet sich dem Menschen im Martyrium die Chance, mit einem einzigen Schritt sich definitiv auf die Seite des Heils zu stellen und ins Paradies einzugehen. Versteht man Offenbarung in diesem prägnanten Sinne, dann lassen sich Offenbarungsreligionen als totale Religionen charakterisieren, die ihre totalisierende Kraft von der stets gegebenen, jederzeit unmittelbar bevorstehenden, realen Möglichkeit des Weltgerichts beziehen. Eine totale Religion ist eine Religion, die einen hegemonialen Anspruch auf die Kultur und den Menschen erhebt, wie Carl Schmitt das für den totalen Staat definiert und gefordert hat, und die diesen Anspruch mit dem Verweis auf den Ernstfall, das heißt mit dem Prinzip Offenbarung, begründet. Durch das Konzept des Ernstfalls etabliert sich die totale Religion als ein zugleich aus dem Ganzen der Kultur ausdifferenziertes und die Kultur in allen ihren sonstigen Gebieten dominierendes Prinzip. Und damit scheint mir das, was im Bereich des Religiösen als der Ernstfall zu gelten hat, ziemlich eindeutig bestimmt. Es geht auch hier, genau wie in Carl Schmitts Konstruktion des Politischen, um Identität und Zugehörigkeit, um Assoziation und Dissoziation. Nur, dass hier Gott als Partner einbezogen ist. Und zwar in der neuartigen Konstruktion des Gottesvolks. Darum nehmen Freund und Feind hier den Charakter des Gottesfreundes und des Gottesfeindes an. Das Kriterium der Zugehörigkeit zum Gottesvolk bestimmt sich für die Juden durch das Gesetz und für die Christen durch den Glauben. Jude ist, wer das Gesetz hält, Christ ist, wer an Jesus Christus glaubt. Und beides hängt eng zusammen, denn der Glaube an Jesus Christus ist in den Augen der Christen die Überbietung und Nachfolgeinstitution des jüdischen Gesetzes. Es geht um die Assoziation mit oder die Dissoziation von Gott, wofür die theologischen Begriffe der Treue, also hebräisch, jüdisch, Emunah, und des Glaubens, christlich, griechisch, Pistis, stehen. Das ist als die allgemeine oder normale Struktur der Religion dieses Typs zu beschreiben, die dann unter den Bedingungen des Ernstfalls, das heißt im Rahmen einer apokalyptischen Semantik, den höchsten Intensitätsgrad der totalen Religion annimmt. Und diese Semantik kündigt sich im Alten Testament erst andeutungsweise an. Sie gewinnt stärkere Konturen im Neuen Testament und ist allgegenwärtig im Koran, wo ständig von Gericht, Heil und Verdammnis sowie von Feinden und Freunden Gottes die Rede ist. Und diese Semantik
gilt es, auf ihre Ursprünge hin zu durchleuchten und zu überwinden. Wie wir gesehen haben, entspringt sie der Situation der assyrischen und babylonischen Bedrohung im 8. bis 6. Jahrhundert vor Christus und gewinnt ihre apokalyptische Verschärfung in der Situation der seleukidischen Bedrohung im 2. Jahrhundert, die sich dann im Widerstand gegen Rom fortsetzt. Während aber die makkabäische Opposition zum Schwert greift, greift die Opposition des 7. und 6. Jahrhunderts zum Schreibgerät. Sie bringt einen Text hervor, der sich als die Stiftungsurkunde des Gottesbundes, also Sefer HaBerit oder Sefer HaTorah, deklariert und den Ausgangspunkt eines nie dagewesenen Verschriftungsprozesses verschiedenster normativer und narrativer Traditionen bildet, aus dem im Lauf der Jahrhunderte die hebräische Bibel und nach deren Vorbild die christliche Bibel und der Koran wurden. Die Schrift bildet meines Erachtens einen ganz entscheidenden Faktor in diesem Zusammenhang von Gottes Bund und Offenbarung, Gottes Zorn und Gottes Eifer, den wir hier auf die Ursprünge der religiösen Gewalt hin analysieren. Und daher möchte ich abschließend in aller gebotenen Kürze noch auf die Rolle der Schrift eingehen. Mit der Stiftungsurkunde des Gottesbundes verbindet sich nämlich ebenfalls der Begriff der Offenbarung. Hier aber in einem ganz anderen Sinne. Hier geht es nicht um Offenbarung im Sinne von Apokalypsis, um die Enthüllung des Ernstfalls im Sinne eines imminenten Weltgerichts, sondern um die Kodifizierung eines von Gott selbst erlassenen Gesetzeswerkes, gerahmt durch die Erzählung vom Auszug aus Ägypten, der Wanderung durch die Wüste und dem Einzug ins gelobte Land. Kurz, es geht um die Gabe der Tora als eines geoffenbarten Texts. Und zwei Punkte charakterisieren diesen Begriff von Offenbarung: Gesetz und Schrift. Gott enthüllt nicht das Schicksal der Welt, sondern er gibt Vorschriften, erlässt Gesetze, stellt Bedingungen und dringt auf deren Kodifizierung, Verinnerlichung, Beherzigung und Befolgung. Das Deuteronomium, in dem man so etwas wie die Ur-Tora erkennen kann, erscheint nun aber darüber hinaus noch in einem ganz anderen Licht, wenn man die Legende seiner Auffindung betrachtet. Im 2. Buch der Könige, Kapitel 22 und 23, wird berichtet, wie der Hohepriester Hilkia bei Restaurierungsarbeiten im Tempel ein Buch entdeckt, das sich als von Mose selbst geschrieben herausstellt. Offensichtlich handelt es sich um die Urgestalt des Deuteronomiums, also die eigentliche Vertragsurkunde mit den Gesetzen, die die Bedingungen für ein gedeihliches Wohnen im gelobten Land festsetzen und mit furchtbarsten Sanktionen für den Fall des Bündnisbruchs. Das Buch löst Entsetzen aus, denn es war ja vergessen und die Gesetze nicht befolgt. Also stand das Gericht und die Katastrophe unausweichlich bevor. Durch diesen Metatext wird auch das Deuteronomium, die Ur-Tora, in das Licht der apokalyptischen Semantik des Ernstfalls gestellt. Auch die deuteronomistische Konzeption des Gottesbundes lässt sich von daher gesehen als Entwurf einer totalen Religion verstehen, die alle sonstigen Differenzierungen und Bindungen relativiert und alle anderen Gebiete der Kultur der Religion unterordnet. Sie alle werden vom Gesetz, das die Grundlage des Bündnisvertrages mit Gott bildet, reguliert. Die Kunst durch das Bilderverbot, Recht und Wirtschaft durch entsprechende Gesetze, der Kult durch die Ritualgesetze und vor allem das Politische, das Königtum, das nun völlig eindeutig und klar dem Gesetz untergeordnet wird. Wenn der König seinen Thron bestiegen hat, so heißt es im 17. Kapitel des Deuteronomiums, ich zitiere, soll er sich von dieser Tora, die die levitischen Priester aufbewahren, auf einer Schriftrolle eine Zweitschrift anfertigen lassen. Sein Leben lang soll er die Tora mit sich führen und in der Rolle lesen, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten, auf alle Worte dieser Tora und dieser Gesetze zu achten, sie zu halten, sein Herz nicht über seine Brüder zu erheben und von dem Gebot weder rechts noch links abzuweichen, damit er lange als König in Israels Mitte lebt, er und seine Nachkommen.
Das Königtum erscheint hier als ein mehr oder weniger notwendiges Übel, dessen Gefahren durch die Schrift möglichst wirkungsvoll eingeschränkt werden müssen. Die totale Religion, um diesen Punkt noch einmal zu betonen, bezeichnet nicht eine bestimmte Religion, sondern einen Aggregatzustand oder Intensitätsgrad von Religion, den verschiedene Religionen annehmen können. Im Judentum haben ihn in den Jahrhunderten von Jehuda Maccabi bis Bar Kochba immer wieder einzelne zelotische Gruppen und Bewegungen proklamiert. Das Christentum hat vor allem im Mittelalter verschiedene Phasen kirchlicher, das heißt päpstlicher Dominanz, aber dann auch unter Calvin und Oliver Cromwell protestantische Phasen religiöser Gleichschaltung durchgemacht. Und der Islamismus konfrontiert uns heute mit Erscheinungsformen der totalen Religion. Darin liegt in meinen Augen das Problem des Monotheismus. So etwas wie eine totale Religion hat es vorher nicht gegeben. Die heidnischen, nicht die sogenannten heidnischen Religionen, hatten ihr Zentrum im Kult und dieser Kult war oft blutig und gewalttätig genug. Aber sie polarisierten die Menschen nicht in Freund und Feind anhand von Kriterien einer Orthodoxie, sei es des Gesetzes oder des Glaubens. Kriege wurden aus Habgier, Rache oder Angst geführt, aber nicht aus religiösen Gründen. Die Idee eines Ernstfalls, wie des jüngsten Gerichts, der Apokalypse und des Martyriums, war diesen Religionen fremd. Und nur von der Idee eines Ernstfalls her, in diesem Punkt möchte ich Karl Schmidt durchaus recht geben, ist das Totale im religiösen wie im politischen denkbar. Zwei Ergebnisse dieser Rückbesinnung auf die Ursprünge der religiösen Gewalt möchte ich festhalten. Das eine ist der von Karl Schmidt aufgezeichnete Zusammenhang zwischen Gewalt und Ernstfall als der Bedingung, unter der die immer gegebene Dialektik von Assoziation und Dissoziation in die Unterscheidung von Freund und Feind und damit in ein totalisierendes Prinzip umschlägt. Und diese Dynamik gehört in den Bereich der Politik. Sie ist über die als Modell der kollektiven Gottesbindung aus der Politik übernommene Bundesidee in die Religion eingedrungen, die es nun zu entpolitisieren und zu enttotalisieren gilt. An derartigen Ansätzen hat es natürlich nicht gefehlt. Schon das Jesuswort, gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist, möchte man in diesem Sinne verstehen. Und auch das Wort, mein Reich ist nicht von dieser Welt, plädiert für eine Entpolitisierung der Religion. Die hebräische Bibel ist aufgrund ihrer Vielstimmigkeit ohnehin gegen allzu monolithische, totalisierende Lesarten gefeit. Es gibt ja nicht nur die deuteronomistische Tradition, es gibt auch die Priesterschrift und die ist eigentlich eine genaue Gegenposition gegen diese politische Engführung des Religiösen. Und das andere nun ist der Zusammenhang zwischen Offenbarung und Schrift. In diesem Zusammenhang hat die Aufklärung das Problem von Intoleranz und Gewalt ausgemacht. Und dafür möchte ich noch einen kurzen, nun wirklich abschließenden Blick auf Mendelssohn und Lessing werfen. Beide verstehen unter Offenbarung nicht die Apokalypse, sondern die hebräische bzw. christliche Bibel als eine in Wort und Schrift kodifizierte Darstellung des göttlichen Willens, und sehen das Problem in dem Widerspruch, dass sie zugleich exklusiv, das heißt einer Gruppe gegeben und universal, das heißt für alle Menschen gültig ist. In diesem Widerspruch sehen sie die Wurzel von Intoleranz und Gewalt. Es kommt ihnen darauf an, den Offenbarungsbegriff zu relativieren. In der endlosen Polemik zwischen Lessing und dem Hamburger Hauptpastor Goetze, auf die näher einzugehen jetzt leider die Zeit fehlt, geht es um das Problem der Schrift, an die sich Goetze mit dem starren Sola Scriptura-Prinzip der lutherischen Orthodoxie klammert und die Lessing im Hinblick auf eine Religion der Vernunft relativieren will. In dieselbe Richtung einer Relativierung der Offenbarung weist auch die Ringparabel, die er seinen Juden Nathan den Weisen vor dem Sultan Saladin vortragen lässt. Ein Vater, drei Söhne, drei Ringe, das kennen Sie ja. Welcher der echte ist, lässt sich nicht entscheiden. Und jeder Sohn muss wetteifern durch seinen Gott
und Menschen wohlgefälliges Handeln, seinen Ring als den echten zu erweisen, in voller Anerkennung der Tatsache, dass auch der Ring des anderen der echte sein könnte. Und noch radikaler äußert sich Lessings Freund Moses Mendelssohn in seiner Schrift Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum zum Problem der Offenbarung und der Existenz heiliger Offenbarungsschriften, in dem sich eben nur die Weltreligionen kennen, Kanones kennen Offenbarungsschriften. Also Mendelssohn schreibt, ich glaube, das Judentum wisse von keiner geoffenbarten Religion. Die Israeliten haben Gesetze, Gebote, Lebensregeln, Unterricht vom Willen Gottes, aber keine Lehrmeinungen, also Dogmen, keine Heilswahrheiten, keine allgemeinen Vernunftsätze. Diese offenbart der Ewige uns, wie allen übrigen Menschen, allezeit durch Natur und Sache, nie durch Wort und Schriftzeichen. Mendelssohn unterscheidet also zum einen zwischen Dogmen und Lebensregeln und zum anderen zwischen natürlicher und schriftlicher Offenbarung. Dogmen beziehen sich auf ewige Wahrheiten und sie werden nach jüdischer Auffassung allen Menschen in der Schöpfung offenbart und Kraft der ihnen vom Schöpfer mitgegebenen Vernunft zumindest andeutungsweise lesbar. Sie sind daher Sache der Vernunft, nicht des Glaubens. Nach jüdischer Auffassung können und dürfen sie nie schriftlich kodifiziert werden. Er schreibt, sie wurden dem lebendigen, geistigen Unterricht anvertraut, der mit allen Veränderungen der Zeiten und Umstände gleichen Schritt hält. Niederschreiben kann und darf man nur historische, aber keine ewigen Wahrheiten. Und eine solche historische Wahrheit ist das Gesetz, das dem Mose geoffenbart wurde. Bloß in Absicht auf Geschichtswahrheiten, schreibt Mendelssohn, sei es der allerhöchsten Weisheit anständig, die Menschen auf menschliche Weise, das heißt durch Wort und Schrift, zu unterrichten. Die historische Wahrheit des Gesetzes gilt nur für die Juden, die ewige Wahrheit für die gesamte Menschheit. Vernunftswahrheiten sind, so Mendelssohn, allgemeine Menschenreligion, nicht Judentum. Und allgemeine Menschenreligion, ohne welche die Menschen weder tugendhaft noch glückselig werden können, sollte hier nicht geoffenbart werden. Das Judentum, weiter Mendelssohn, rühmet sich keiner ausschließenden Offenbarung ewiger Wahrheiten, die zur Seligkeit unentbehrlich sind. Keiner geoffenbarten Religion, in dem Verstande, in welchem man, das heißt die Christen, dieses Wort zu nehmen gewohnt ist. Eines ist geoffenbarte Religion, ein anderes geoffenbarte Gesetzgebung. Mit der Idee einer Menschheitsreligion, die sich nicht an die Stelle der einzelnen Religionen setzt, sondern neben oder über ihnen zu denken ist, sind wir nun in der Gegenwelt von Carl Schmitt angekommen, von dem wir ausgegangen sind. Wer Menschheit sagt, so stellt Schmitt lapidar fest, wer Menschheit sagt, will betrügen. Die Menschheit gibt es für ihn nicht, weil sie den Begriff des Feindes ausschließt. Er schreibt, hört die Unterscheidung von Freund und Feind auch der bloßen Eventualität nach auf, so gibt es nur noch politikreine Weltanschauung, Kultur, Zivilisation, Wirtschaft, Moral, Recht, Kunst, Unterhaltung und so weiter. Aber weder Politik noch Staat. Die Menschheit als solche kann keinen Krieg führen, denn sie hat keinen Feind, wenigstens nicht auf diesem Planeten. Der Begriff der Menschheit schließt den Begriff des Feindes aus. Für Schmitt war das der Grund, diesen Begriff zu verabscheuen. Für Lessing, Mendelssohn, Herder war es der Grund, ihn zu propagieren. Und für uns heute, im Zeitalter der Globalisierung, erscheint er als der gebotene Ausweg aus dem prophezeiten Kampf der Kulturen. Die Idee der Menschheit, die das 18. Jahrhundert gegen die Intoleranz der Offenbarungsreligionen mit ihrem Widerspruch von exklusivem Besitz und universaler Geltung ins Feld führen wollte, diese Idee hat der Kritik nicht standgehalten,
weil sie in westlichen Vorstellungen von gemeinsamem Ursprung und Wesen des Menschen verankert war. Heute, wo sich das Problem mit ganz anderer Dringlichkeit stellt, verankern wir die Idee der Menschheit nicht im Ursprung, sondern im Ziel und leiten die Ideen der Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Gewaltenteilung und so weiter nicht aus der Natur des Menschen, sondern aus gemeinsamen Zielen und Bedürfnissen ab. Ob die Idee westlichen oder östlichen Ursprungs ist, ist völlig unerheblich. Wichtig ist, dass sie in Ost und West angestrebt wird. Wir würden auch nicht mehr von Menschenreligion sprechen. Was hier im Blick steht, als ein die religiösen und kulturellen Differenzen relativierendes, wenn auch respektierendes Prinzip, ist seinerseits gerade nicht religiös, sondern säkular und beruft sich nicht auf Gott und Offenbarung, sondern auf Vernunft und Einsicht. Das sollten aber keine Gegensätze sein. In dem Maße, wie sich auch die Religionen diese Ziele zu eigen machen, wirken sie nicht polarisierend, sondern humanisierend und werden damit ihrer eigentlichen Bestimmung gerecht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.